verstehe einfach nicht, warum. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ist es, weil wir ein Kind bekommen? Ich weiß nicht. Ich fühle mich oft einfach so beengt. Du musst mir jetzt ganz ehrlich antworten. Möchtest du, dass ich abtreibe? Ging es dir dann besser? Kannst du mich sowas fragen? Ich meine es ernst. Sowas darfst du nicht mal denken. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und ich kann es nicht ertragen, dich traurig zu sehen. Ich bin nicht traurig. Was ist es dann? Was weiß ich? Vielleicht war das in den letzten Tagen alles zu viel für mich. Vielleicht der Stress mit meinem Vater, die kurzen Nächte, keine Ahnung. Ich möchte nicht, dass du in 10 Jahren glaubst, du hättest dein Leben falsch geführt. Wenn du glaubst, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ein Kind ist, wenn du andere Pläne hast, dann sag es mir. Was denn für Pläne? Dann möchtest du das Kind? Was sonst? Ich bin so froh. Ich liebe dich. Du bist eine außergewöhnliche Frau. Und ich werde dir niemals wehtun. Und wir werden gute Eltern werden. Au. Was ist? Du hast mein Haar eingeklemmt. Du bist ganz allein? Ich bin's gewohnt. Aber mach dir keine Sorgen, ich beschäftige mich schon. Wie war's im Büro? Ach, Routine. Wollen die Kinder nicht mitessen? Die werden schon kommen, wenn sie Hunger haben. Ich habe etwas für dich. Was denn? Moment. Dein Konzept. Wie hat es dir gefallen? Respekt. Ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen, aber insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Wie fandest du die Stelle, in der ich das Partnerschaftsmodell vorstelle? Weißt du was? Wir machen ein kleines Rollenspiel. Wie bitte? Ja, wir tun einfach so, als wäre ich ein Messeteilnehmer und du würdest mir dein Projekt vorstellen. Einen Aufzugspitch. Einen was? Das ist, wenn du zufälligerweise einen wichtigen Menschen im Aufzug triffst. Du hast dann nur so viel Zeit, mit ihm zu reden, bis der Aufzug wieder anhält. Also ein bisschen mehr Zeit kannst du dir ruhig nehmen. Sagen wir, bis zum Nachtisch. Okay. Hinten ist eine Liste mit Argumenten und Schlagworten angeheftet. Die sollten dir eine Hilfe sein. Du bist mir in den letzten Tagen so fern vorgekommen. Als wärst du gar nicht richtig anwesend. Das hast du dir nur eingebildet. Du warst wie ein Schatten, der durch die Räume schleicht und hofft, nicht entdeckt zu werden. Jetzt übertreibst du aber wirklich. Ich sage nur, wie ich es empfunden habe. Ich war immer da. Ich werde immer da sein. Das hoffe ich. Sehr.
Wenn du Angst hast, dass das Kind vieles ändern wird, kann ich das verstehen. Es ist keine Angst. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Unser Leben wird sich ändern. Aber wenn wir uns treu bleiben, dann kann uns nichts Schlimmes passieren. Bianca, stimmt das, was Judith gesagt hat? Du willst wegziehen? Ja. Schon bald? Ehrlich gesagt, schon heute Nacht. Was? Ich weiß, das ist alles ein bisschen plötzlich, aber eine Freundin meiner Oma, die wohnt in derselben Stadt, in der mein Professor lehrt. Und ich muss die Gelegenheit einfach wahrnehmen. Und zwar lieber schnell, bevor ich es mir nochmal überlege. Und da wolltest du dich einfach so aus der Stadt schleichen? Naja, ich... Na. Wir müssen uns unbedingt nochmal sehen. Ich würde wirklich gerne, aber ich... Das war keine Widerrede. Wir gehen heute Abend zusammen essen. Um 8 im Fisch verfahren. Da bin ich schon fast auf dem Weg zum Bahnhof. Dann von mir aus eben um 6. Du lässt dich nicht abschütteln, oder? Niemals. So gut müsstest du mich doch eigentlich kennengelernt haben. Moment. Omi Bärbel fragt, ob sie heute Abend nochmal mit mir essen gehen kann. Sag doch zu. Ja, aber ich dachte, wenn wir nachher... Aber die Koffer sind doch eh schon gepackt. Du bist ein Schatz. Bärbel, es geht in Ordnung. Okay, dann bis um 6. Soll ich dir das Leben noch ein bisschen schwerer machen? Versuch's doch. Warum beschränken Sie sich auf Blinde? Warum kein Garten für Gehörlose? Keine Anlage für Rollstuhlfahrer? Keine Organisation. Also, man kann nicht den Anspruch vertreten, für alle benachteiligten Gruppen einzustehen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, also ich meine, wir wollen den blinden Menschen, die so stark auf fremde Hilfe angewiesen sind. Guten Tag. Störe ich? Überhaupt nicht. Kommen Sie rein. Ich spiele gerade den Advocatus Diaboli. Ein ziemlich schwieriges Exemplar, wenn ich das so sagen darf. Wir machen gerade ein Planspiel. Danke. Frau Wellinghoff meets Industry. Ich bin noch harmlos. Es ist doch so, die Vertreter der Industrie, die zu dieser Messe kommen, tun das schließlich nicht aus Menschlichkeit. Sie wollen etwas für ihr Geld, ein besseres Image, positive PR. Ein reines Gewissen. Das auch. Diese Messe ist nicht anders als jede andere. Nur, dass keine Autos ausgestellt werden und keine Baumaschinen, sondern Projekte. Und jeder schaut, dass er ein Produkt bekommt, aus dem er den größten Nutzen ziehen kann. Und mein Mann ist der Meinung, dass ich als Vorbereitung mit den Haien schwimmen sollte. Zumindest mit einem. Und was für einem? Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Frage, warum es gerade Blinde sein müssen. Hier steht nichts drin, was mir in diesem konkreten Fall helfen könnte. Soll das ein Vorwurf sein? Nein, natürlich nicht. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich darum gekümmert hast, aber ich brauche einfach mehr Argumente. Diese Zahlen und Statistiken, die helfen mir nicht wirklich. Du kannst es natürlich gerne selber nochmal überarbeiten, wenn es dir nicht gefällt. Ich jedenfalls habe mein Bestes gegeben. Schläfst du neuerdings im Stehen? Nein, ich... Obst. Für Judith. Aha. Ich brauche zumindest irgendetwas zwischen die Zähne. Beten wir, dass Bärbel's nicht merkt. Du und Judith, ihr lasst euch heute ja gar nicht blicken. Nein, Judith geht's nicht so gut heute. Sie hat heute Morgen... Gekotzt?
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Andererseits stelle ich es mir ganz schön vor. So einen dicken Bauch haben und alle schauen sie dich an und fühlen mit dir und verwöhnen dich. Du wirst doch auch ohne Schwangerschaft verwöhnt. Man kann gar nicht genug verwöhnt werden. Ist was? Oliver! Was soll sein? Du hast gerade so geguckt, als hättest du ein Gespenst gesehen. Du meinst Georg? Sehr witzig. Judith muss dich schon sehr lieben, dass sie deinen Humor erträgt. Ich hoffe, dass ich auch einmal jemanden finde, den ich so lieben kann und der mich liebt. So wie es bei euch beiden ist. Ja, den richtigen zu finden, das ist der erste Schritt. Und dann ist es Arbeit. An einer Beziehung muss man immer arbeiten. Dann mache ich dich zum Onkel. Ein Mädchen und ein Junge. Wie wäre das? Gott, mir reicht erst mal ein Kind. Dann sehen wir weiter. Ich meine ja auch nicht sofort. Erst so in 10, 20 Jahren. Oliver! Vergiss dein Obst nicht. Alles in Ordnung? Naja, ist schon ein bisschen komisch. Bin noch gar nicht lange hier und schon verlasse ich wieder alles. Nicht alles. Ich komm doch mit. Das habe ich nicht vergessen. Ich tue das auch für mich. Wenn wir zusammen sind, dann fühle ich mich zu Hause. Überall. Aber Kathi? Die kommt schon ohne uns klar. Die braucht andere Menschen nicht so sehr. Und Oliver? Für ihn ist es nicht so hart, wie es sich vielleicht anhört. Er bleibt nicht allein. Bereust du es, ihm begegnet zu sein? Nein. Auch jetzt nicht? Ich bereue keine Minute, die ich mit ihm zusammen war. Auch jetzt nicht. Mit ihm war ich lebendig. Das bist du auch ohne ihn. Ich hätte nur gern mehr Zeit mit ihm gehabt. Mit ihm zusammen wäre ich glücklich geworden. Man kriegt nicht immer alles, was man will. Soll das jetzt ein Trost sein? Vielleicht. Hey! Na? Was machst du? Das siehst du doch, ich esse Kuchen. Wie geht's deiner Freundin? Helga? Mann, das war ja echt eine krasse Nummer. Die hat mir die Brosche von ihrem Ex-Freund geschenkt. Hallo? Und mit was für ein Scheiß die mich vollgelabert hat? Bitte sprich nicht so abfällig über sie, ja? Ich wollte dich nicht... Also du hast ja wohl überhaupt keine Ahnung, ja? Helga ist ein sehr lieber Mensch und eine richtig tolle Frau. Du siehst nur ihr Make-up und ihr Outfit und denkst dir, oh, die ist aber schräg. Naja, sie ist schon ziemlich... Hättest du nur ein bisschen genauer hingeschaut, dann hättest du gesehen, wie sensibel sie ist. Mann! Die hat ein richtig großes Herz. Ich habe ja nie behauptet, dass sie... Ja, das kotzt mich so an. Du siehst nur die Fassade. Du siehst, sie tanzt, sie ist laut und denkst dir, die hat nichts in der Birne. Aber so ist es nicht, mein Lieber. Sie ist nämlich sehr klug und macht richtig tolle Sachen. Ich hatte einfach nicht genug Zeit. Du glaubst wohl, du bist was Besseres als sie, was? Da täuschst du dich aber gründlich, mein Lieber. Denise, jetzt komm mal wieder runter. Mann, du bist so blind. Du hättest ihr großes Herz doch nicht mal gesehen, wenn sie es mit dem Tablett reingetragen hätte. Helga schreit doch förmlich nach Liebe. Sie ist sehr sensibel. Ja, auf sensibel wäre ich jetzt nicht gleich gekommen. Oh Mann, du machst mich so traurig, Eddie. Du bist so ein richtig armer Mensch. Weil ich sie nicht gleich heiraten wollte. Typen wie du werden niemals ihre große Liebe finden. Du wirst ewig einsam und alleine bleiben. Ich finde trotzdem, dass Helga nicht zu mir passt.